Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Spooky-Video. Und was ist das dann für eine Zeit, Leute? Spooky? Ich helfe euch, okay? Es heißt Spread Magic Time! Und zwar gibt es wieder einen neuen Teil WhatsApp-Chats, die du niemals alleine um 3 Uhr nachts anschauen solltest, weil die lassen dich nicht schlafen. Deswegen krallt euch lieber an irgendeiner Decke fest, denn dort seid ihr hoffentlich sicher. Der Glaube zählt. Ich glaube fest daran. Ich hoffe, du auch. Und passend zum Thema unheimlich mysteriös, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob euch mal irgendwie was Seltsames passiert ist. Irgendwas, was ihr bis heute nicht vergessen könnt, was ihr irgendwie seltsam fandet, was ihr euch einfach nicht erklären könnt oder euch vielleicht einfach keiner glaubt. Und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch niemals so einen Chat gerne haben möchtet und an Geister glaubt. Und ich würde sagen, let's go. Wusch. Okay, Leute, fangen wir mal direkt mit einem richtig langen Chat an. Und ich glaube, das wird dann sehr creepy, weil hier hat jemand sehr viel zu erzählen. Auf jeden Fall fängt es an mit, jemand ist in meinem Spiegel. Also wenn das nicht schon gruselig ist, dann weiß ich auch nicht. Ich erwarte Schlimmes, ich habe Angst davor, allein schon, wenn ich das schon höre. Wie kommst du darauf? Warum bist du noch so lange wach? Es ist nach 23 Uhr. Ich glaube, wir haben einen verfluchten Spiegel gekauft. Mama hat... Was? Ihn in irgendeinem Antiquitätenladen gekauft? Ich glaube, das macht Sinn. Ich will ihn am liebsten wegschmeißen. So schlimm ist es schon. Erzähl doch erstmal, was denn jetzt passiert ist. Und jetzt fängt er oder sie an. Wahrscheinlich denkst du, ich spinne, aber ich schwöre, ich habe etwas gesehen. Also wir haben seit kurzem halt so einen alten großen Spiegel, der im Flur steht. Oh, okay. Ich glaube, ich habe schon so eine Art Spiegel vor Augen. Also ich könnte mir gut vorstellen, wie der aussieht. Wenn er auch noch aus einem Antiquitätenladen ist, bestimmt so ein 100 Jahre alten Spiegel mit so Verzierungen, so ganz, ganz alt und vielleicht auch noch so eine komische Form. Aber es geht weiter. Jedes Mal, wenn ich an den morgens oder allein auch auf dem Weg ins Bad vorbeilaufe, hatte ich schon so ein seltsames Gefühl. Ich musste immer reinschauen und nicht um mich selbst zu betrachten, okay? Sondern weil ich einfach so ein komisches Gefühl habe, dass damit irgendwas ist. Okay, das klingt irgendwie schon komisch. Also ich finde, wenn man schon so ein Bauchgefühl hat, dann stimmt das meistens auch. Also wie geht es euch? Könnt ihr euch auf euer Bauchgefühl verlassen oder stimmt das meist so gar nicht? Ich würde es mal gerne wissen. Also falls ihr keine Story zu erzählen habt, lasst mich mal dazu was wissen, weil ich finde, ich kann schon ziemlich gut auf mein Bauchgefühl vertrauen. Kennst du das? Jedenfalls bin ich also gestern Abend wieder ins Bad, um mich wie immer bettfertig zu machen. Schaute also auf dem Weg dorthin wieder in den Spiegel, doch diesmal, als ich dabei war, vorbeizulaufen, folgte mir mein Spiegelbild nicht mehr wie gewohnt, sondern aus dem Blickwinkel heraus habe ich jemanden dort weiterhin stehen sehen. Was? Oh mein Gott! Ich dachte erst, ich bilde mir das ein, aber als ich dann zurücklief ins Zimmer, passierte genau dasselbe nochmal. Ich hielt inne und sah jemanden hundertprozentig dort stehen und das war ich nicht. Sie sah mir ähnlich, aber ich war es nicht. Oh mein Gott, was echt? Das klingt mega gruselig. Weißt du, woher der Spiegel ist oder wie alt er ist? Nein, mach mir jetzt aber nicht noch mehr Angst, okay? Meinst du, ich bilde mir das doch nur ein? Ich würde mir das niemals ausdenken. Ich glaube, das hast du dir nicht eingebildet. Alter, wenn da noch jemand im Spiegel steht... Aber ich glaube, ich würde dann so mein Handy mal mitnehmen und dann so versuchen, heimlich so ein Foto zu machen. Nach hinten gedreht. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe Angst vor meiner kleinen Cousine. Fängt ja schon mal gut an. Wieso denn das? Ich sollte gerade rauf in das Zimmer meiner Tante etwas holen. Bin also hochgegangen, als ich auf der Treppe meine kleine Cousine sitzen sehen habe. Sie ist 6. Jetzt kommt aber erst das Unheimliche, okay? Okay. Okay, dann bin ich mal gespannt. Sie war am Kichern und Grimassen schneiden und ich fragte sie, mit wem sie so rumalbert, weil da war keiner. Oh, ich mag solche Situationen nicht, ne? Von denen habe ich schon öfters gelesen. Sie sagte ernsthaft, mit dem Mädchen hier neben mir. Sie wohnt hier mit uns. Und ich dachte mir, okay, what the... Ich sagte, ich sehe niemanden und mit wem redest du? Sie antwortete nur, sie mag mich sehr, weil ich sie an ihre Schwester erinnere, die sie verloren hat. Sie ist sehr, sehr einsam. Sie spielt mit mir jeden Tag und sie hasst dich? Ich heule. Nicht aus Freude, sondern weil ich wirklich Angst habe. Vielleicht scherzt sie nur. Vielleicht will sie dich nur vergraulen. Also das könnte natürlich auch sein. Klingt realistisch, wenn deine Cousine dich überhaupt nicht ab kann vielleicht. Meint ihr, das hat sie sich nur ausgedacht? Ich glaube eher weniger, oder? Weil ich meine, wenn da steht, weil ich sie an ihre Schwester erinnere, die sie verloren hat. Sie ist sehr einsam. Sie spielt mit mir jeden Tag und... Dann kam einfach mal random, sie hasst dich. Ich glaube wohl nicht, dass deine Cousine irgendwie auf die Idee kommt, dir sowas zu sagen. Jonas, sag mir nicht, du willst mich am Valentinstag als Clown verkleidet überraschen. Dein Ernst? Und jetzt kommt das Bild. Oh, was? What the? Schatz, das bin ich nicht. Öffne nicht die Tür.
Wenn du es nicht bist, wer ist es dann? Und woher kennt er meinen Namen? Er ruft ihn dauernd und klopft wie wild an der Tür. Ich weiß es nicht. Bleib im Haus. Ich komme. Steht da einfach mal so ein Clown mit einem Geschenk vor deiner Tür? Am Valentinstag? Nein, danke. Dämon, weiche von mir. Ich bekomme irgendwie Geschenke von jemandem, den ich nicht kenne. Und heute wurde völlig übertrieben. Wie meinst du? Wer schenkt dir was? Was bekommst du? Verstehe gar nichts mehr. Ja, wenn jemand dich einfach so damit überrumpelt und du hast echt keine Ahnung, was da los ist. Seit geraumer Zeit wird mir immer was zugeschickt ohne Absender. Ey, das ist genauso creepy, wie wenn jemand dich einfach anonym anruft, privat. Ohne seine Nummer anzuzeigen. Ehrlich jetzt, das ist so creepy. Warum macht man das? Ich dachte erst, es wäre ein Geschenk von Emil. Aber als ich ihn fragte, meinte er nur, er hätte nichts geschickt. Seitdem wiederholt es sich. Erst Herzpralinen, dann Blumen. Ja, vielleicht ein heimlicher Verehrer. Ist doch süß. Also daran hätte ich jetzt auch gedacht. Vielleicht jemand, der sich nicht traut, seine Liebe zu gestehen oder so? Keine Ahnung, aber anscheinend hat sie einen Freund. Nein, es fing vielleicht normal an, aber jetzt läuft das Fass über. Heute, ja, habe ich einen Brief bekommen, wo drauf stand, ich soll ins Auto gucken. Das war drin. Was? Schnallt im Auto? Von Herzpralinen und Blumen zu sowas? Vor allem im Auto? Wie ist er ins Auto gekommen? Really? Meld das lieber bei der Polizei. What the? Wer steckt dahinter? Ey, Alter, das geht gar nicht. Das geht echt viel zu weit. Und was hat dein Crush für Valentinstag vorbereitet? Er ist mit mir zu einem Haus gefahren, wo paranormale Dinge passiert sein sollen. Steh grad davor, weil ich finde, das ist gar keine gute Idee. Wow, also ich hätte ja jetzt gedacht so, okay, wenn beide paranormale Geisterjäger-Sachen mögen, dann ist das ja eigentlich das perfekte Date. Aber sie scheint anscheinend nicht so davon begeistert zu sein. Wo ist er mit dir hin? Am Valentinstag? Also die Freundin scheint dieselbe Meinung zu haben. Und dann kommt ein Bild zu einem Haus, wo ich spuk. Hol mich sofort ab! Das ging wohl etwas daneben. Etwas sehr daneben. Sie sollte direkt hinfahren und sie retten. Das ist ein Hilferuf. Okay, Leute, wir haben jetzt diesmal nur eine Nachricht. Das hatten wir vorher noch gar nicht. Und wie ich sehe, ist sie nicht zugestellt worden. Komisch. Also, ich bin mal gespannt, was da steht. Ich weiß, ich habe dir versprochen, dass wir für immer und ewig bis in alle Zeit zusammenbleiben. Aber bitte hör auf, jedes Mal aus Wut unser Bild zu zerstören. Ich liebe dich doch noch immer und verstehe es. Dass sich die Krankheit vor 4 Jahren einfach aus dem Leben gerissen hat, war nicht fair und brach mir das Herz. Aber ich kann nichts dafür. Oh mein Gott, ich bin irgendwie sprachlos. Das ist voll Gänsehaut. Er oder sie hat das anscheinend an die Person geschickt, die nicht mehr am Leben ist, weil immer wieder das Bild von denen zerstört wird. Anscheinend aus nichts. Wahrscheinlich auch einfach mal so mitten um 3 Uhr oder so. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Das ist irgendwie unheimlich. Sophia, bist du wach? Es ist 3.17 Uhr. Auf jeden Fall hat die Person geantwortet. Ja, hast Glück. Suchte noch Serie. Was gibt's? Wie ist der Urlaub? Unheimlich. Okay, damit habe ich als letztes gerechnet. Klingt spannend. Erzähl. Okay, was ist wohl passiert? Wenn es schon unheimlich ist, seit wann ist der Urlaub unheimlich? Nein, wirklich. Wir sind in einem richtig hohen Hotel im 12. Stock, ne? Ist doch mega. Und? Ist es der Flur? Die Höhe? Auf jeden Fall erklärt sie es jetzt. Gegenüber ist auch ein Hotel, aber die letzten beiden Etagen sind normalerweise immer dunkel dort. Keine Ahnung wieso, aber ich vermute, sie sind noch nicht fertig. Trotzdem, genau am Fenster gegenüber von mir, im selben Stockwerk, in dem anderen Hotel, steht jemand jede Nacht am Fenster und starrt in mein Zimmer. Einfach stumpf und bewegt sich nicht. Gerade im Moment ist das wieder so. Hab alle Lichter aus und schreibe dir gerade. Was soll ich machen? Die letzten beiden Etagen sind dunkel und genau gegenüber von dir steht irgendjemand im Fenster random. Kannst du nicht irgendwie Vorhänge zumachen von deinem Zimmer? Auf jeden Fall hat die Freundin noch geschrieben, wie gruselig ist das bitte? Sag lieber bei der Rezeption Bescheid. Geht gar nicht. Hallo Lina, bin gerade im Lindenweg. Es ist Mitternacht. Kennt man sich oder woher hast du meine Nummer und Name her? Was ist das denn? Hi Lina, ich stehe gerade bei dem Blumenladen an der Ecke. Auf jeden. Kannst du mal bitte mit dem Quatsch aufhören? Unlustig. Es geht aber weiter. Hi Lina, guck mal aus dem Fenster, ich stehe an der anderen Straßenseite. Da ist niemand und jetzt lass mich in Ruhe. Aber Leute, es kam jetzt noch eine Nachricht. Haltet euch fest. Hi Lina, ich stehe jetzt vor deiner Zimmertür und er schickt ein Bild von der Zimmertür. Alter, das ist so creepy. Ich hoffe einfach nur, irgendjemand hat sie geprankt, aber... Nee, das ist die schlimmste Vorstellung überhaupt. Ich dachte schon, ich hätte nicht die unheimlichsten WhatsApp-Chats schon gesehen.
Das ist mega unheimlich und ich finde, das gehört unter die Top 3. Ich glaube, das waren genügend Gänsehaut pur mal wieder. Ich bin gespannt auf jeden Fall auf eure Stories und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so lieb. Bye!